Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raven Skies 2. Wir upgraden jetzt mal ein paar Runen und zwar zu Speed-Runen. So und Abyssal-Steine. Warum müssen wir unbedingt jetzt bohren? Das ist doch zum Kotzen hier. So, perfekt. Zack, 6 Speed-Runen. Das, genau, Sacrifice, Rune Sacrifice. So, davon brauche ich Reinforced Slates, Gold und Steinchen. Gut. Reinforced habe ich ja zum Glück mehr als genug. Jolt. Noch mehr Jolt. Jolt. Schnauze. Man hat es nicht leicht. So, dann, die zwei. Mein Orb fehlt noch. Ein bisschen Stein. Orb, Orb. Du Orb. So und ja, Steine. Wunderprächtig. 6 Stück. Ja, dann können wir ja mal so aufteilen. Dass es halbwegs gleichmäßig irgendwie verteilt ist. So. Also hopp, hopp, hopp. Okay, und zwar. Ja. Hier 3. Dort 3. Und hier 3. Na komm her. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und. Achso, den. Hallo? Was hab ich. Was zum Teufel? Da Fug? Was hab ich getan? Da fehlen noch 3, oder nicht? Wo, was hab ich denn. Oh Gott. Dinge passieren! Das mag ich gar nicht, wenn Dinge passieren. Ruhe da draußen! Verdammt nochmal! Das ist doch zum. Ah Gott! Zum Verrücktwerden heute. Was habe ich jetzt mit meinen Sacrifice Runes gemacht? Ich habe keine Ahnung. Große Verwirrung. Ja, gut. Dann sind die wohl für immer davon. Gut, gut, gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Erstmal. Da sind. Ach Gott, natürlich. Okay. Können wir nochmal 3 machen? Dann haben wir es wieder halbwegs gleichmäßig. 1, 2, 3. Ich dachte schon, ich werde hier bekloppt, ey. Okay. Dann gucken wir mal. Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 6 habe ich noch übrig. Uiuiui. Tja, dann, machen die Reihe, wo mal voll war. Hier. So und. So, ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab. Gab es Beschränkungen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich. Keine Ahnung. So und. So. Und so. Und dann da noch eine und dann ist alles mal gut. Alles voll sein. Lass mich raus. Gucken wir mal, wie schaut's aus? Sind wir T3? T3. So. Dann könnten wir jetzt eigentlich den nächsten Orb machen. Orb. Den Magician's Orb. Goldblock und 25.000. Blut und ja. Das sollte eigentlich funktionieren. Achso, habe ich noch so viel Gold übrig? Haha, gute Frage. Ja. Gold? Nein, habe ich nicht. Gut, 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 gut. Ja. So, weg, 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 weg. Weg. Ups. Okay. Soweit, so gut. Die können wir mal.
ganz wunderbar in unsere Dirt-Produktion stecken. Was denn hier passiert? War das so Absicht? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Sieht nicht sehr absichtlich aus. Frag mich nicht, keine Ahnung, was da passiert ist, ey. Puh. So. Feini fein. Hier wächst alles fleißig. Wie schaut's hier aus? Wie viel Gravel haben wir inzwischen? Naja, immerhin. So. Tja, ja. Dann machen wir es mal so, dass wir hier austauschen mit Gravel. Und du kommst weg. Du kommst rein und du... So. Höp. Schön. So, Gold. Wie schaut's hier aus mit dem Gold? Ganz gut. So. Einmal kurz ein bisschen Gold zerhämmern. Ja, das läuft. Das läuft. 4. Schön. Das war jetzt das. Jo, das gibt 10. 10 Gold reicht für einen Block. Yay. Okay. Dann können wir das auch direkt mal erledigen. Und 22 Level habe ich. Bisschen kurz snacken. Ich habe schon wieder nichts mehr zu essen. Das ist ja ganz furchtbar. Warte mal, das Footlong war jetzt... Warte mal, Mayonnaise. Salat haben wir, ne? Tomate haben wir noch nicht. Wie wär's denn mal mit Tomate? Tomato Seeds. Carrots und Sweet Potato. Potato und Sugarcane. Gut. Wird gemacht. Potato und Sugarcane. Oh, wo ist meine Potato? Habe ich keine Potatos? Ich müsste Potatos haben. Genau, wir hatten keine Potatos. Fuhu. Das ist uncool. Stimmt, wir haben keine Kartoffeln. Keine Kartoffeln für uns. Das heißt, wir müssen Dirt siften. Aber eins am anderen, wir müssen erstmal Gold... Oh. Ist okay. 9, jawohl. So. Ein Jolt-Block. Dann, mein Siegel brauche ich, damit ich immer weiß, wie viel wir noch im Tank haben. So, denn dann geht die Post jetzt rund, denn ich habe ja nur eine Capacity von 10.000, brauchen aber 25.000 Lebenspunkte, damit der Goldblock sich quasi verwandelt in so einen neuen Orb. Das heißt, wir müssen Loot-Management betreiben. Oh ja, wir kriegen richtig viel von den Viechern jetzt. Das ist nice. Das heißt, oh Gott, hoffentlich geht es nicht zu schnell. Oh, das geht mega schnell. Es ist gar nicht mal so schlecht. Man kann echt gut sehen, wie das da runtergesoffen wird. Go. Finde ich mega witzig. Da ist er. Da ist er. Wir haben es geschafft. Ching. Wir haben unseren Magicians. Blodderp. Jetzt haben wir wieder, wow, richtig viel Platz in unserem Netzwerk. Das heißt, wir können das Ding wieder hier reinlegen. Und dann geht die Party. Yeah. Okay. Was können wir jetzt mit dem Magicians Blodderp? Ups. Mit dem alles machen. Katalysten. Es geht mir mehr so ums Craft. Blood Amulet. Soul Transporter. Altar Manipulator. Teleportation Sigil. Interessant. Das wollte ich nicht. Lava Crystal. Aha. Blood Tank. Cool. Schiff für Informationen. 16.000. Klar. Water Sigil, Void Sigil. Blood Runes, klar. Rune of the Orb, Dislocation. Faster Miner, Air Sigil.
Ja. Die üblichen Runen. Auf Sight. Okay, interessant. Genau, die Ritual Stones können wir uns auch mal demnächst drum kümmern, damit wir das Schwert kriegen. Das brauchen wir nämlich. Witch. So, dann haben wir gleich unsere 30 Level zusammen. Das ist ganz gut. Hier tue ich mal eben... Au. Hat er voll zurückgeschlagen. Damit wir unseren Dagger mal verzaubern können. Vielleicht kriegen wir ja irgendeinen coolen XP-Boost oder so. Wer weiß, wer weiß. Blattschad brauchen wir halt das Schwert. Das Binding-Ritual brauchen wir für die Blattschads, die dann für den nächsten Altartier sind. Das nächste Altartier. Ich glaube, es heißt so, ja. Ja, dann können wir fett loslegen. So, wir haben jetzt hier einigermaßen gut aufgeräumt. Hälfte ist schon wieder das Netzwerk voll. Wir haben jetzt eine Capacity von... weiß ich gar nicht. Rund 125.000 oder so? Ich weiß nicht. 150.000 kann sein, ja. Angry Zombie, die gehen nicht. Gut, dann stirb halt so. Stopp! Danke. Oh, der war gut. Der war gut, gut. Gib mir die Knochen, danke. Ich habe einen Hut gekriegt, der verzaubert ist mit Unbreaking 2. Boom, das ist voll der Wahnsinn. Der absolute voll der Wahnsinn. So, Treasure. Ein echtes Gold. Yay, und Enderperl. Und eine Potion. Gut. Ich brauche mal... Irgendwie brauche ich mal Barrels, habe ich so das Gefühl. Mal kurz ein paar Bogen reparieren hier. Aber nur temporär, damit ich hier ein bisschen weniger Krätze kriege. Können wir auch mehr? Nee. So. Haben wir noch einen kleinen hier? Ja, sicher. Voll. Wuhu. Das hier, der ist verzaubert mit Power 2. Das ist nett. Habe ich 30 Level? Ja, das habe ich. So, dann mal eben kurz zurück aufräumen. Hier, weg. Zucker meinetwegen auch. Okay. Okay. Lasst uns den Dagger verzaubern. Mal gucken, was es gibt, falls es überhaupt funktioniert. So. Bumm. Nein? Oh, schade. Ich hatte mich gerade ein bisschen gefreut. Kann man die... Nein, kann man natürlich nicht. Ne, hätte ja sein können. Mal kurz mal. Au, Ohr, Jucken. So. Wie wäre es denn mal zum Schluss dieser Folge mit einem wunderschönen, einer wunderschönen... Malerrüstung, das sind 26. Warte mal, 67. Ja, müssen 26 sein. Eine wunderschöne Malerrüstung. Ich hoffe, das reicht an Mana, aber müsste. Nice. Very nice. Mana-Tablet habe ich irgendwo, glaube ich. Meine ich zu besitzen? Meh. Oder auch nicht? Ich glaube, ich habe noch keins gemacht. Beziehungsweise gekriegt. Sehr gut möglich, ja. Ja, okay. Dann bauen wir uns trotzdem jetzt unsere Mana-Rüstung. Höpp. Ein Höschen, ein paar Schüchchen, eine schicke Weste und einen Hut. Zwei bleiben übrig. Für, keine Ahnung was. Ach ja. Ich nehme noch Zeug an. Zack, zack, zack. Hallo. Wunderprächtigst. Das kommt nicht hier rein, nein. So. Nimm dies. Jetzt können wir was verzaubern. Und zwar am besten erstmal die Chest oder so. Wenn wir keinen Speed kriegen auf Hose oder Beine, das wäre mir gar nicht recht. Was haben wir hier? Unbreaking 3 und Fire Protection 4. Ja, ist okay. Damit kann ich leben. So. Gold. Okay, okay. Dann keine Verzauberung für den Dagger. Schade eigentlich. Oh, was bist du denn für ein fettes Vieh? Du warst groß.
Muss? Achso, das sind die. Mensch. Hier klappert's ganz schön, habe ich das Gefühl. Ha! Wir brauchen einen Vakuumhopper irgendwie mal demnächst. Ich würde sagen, in der nächsten oder zunächst. Warte mal, nee, hab ich? Ich habe. Gibt's einen Vakuum? Es gibt keinen Vakuumhopper. Okay, das heißt, wir brauchen einen Hopperhawk dafür. Na toll. Nee, wir können ein Dingens nehmen. Natürlich. Ein, hier, wie heißt's? Eine Transfer-Note mit World Interaction Upgrades. Ganz einfach, ganz einfach. Mach ich dann, also machen wir beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, ja. Ich glaube, ich werde ein paar Pflanzen kreuzen und ein bisschen dort ziften, um mehr, ja, Essen zu kriegen. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.